Promi-Geflüster ist heute unterwegs. Und ja, vielleicht sieht man es im Hintergrund, vielleicht sieht man es auch hier drüben mit der anderen Kamera. Ernst Hudder ist heute mal wieder zu Gast bei uns. Und natürlich, was steht dahinter? Die Egerländer Musikanten und natürlich aber auch der Hudder Musikverlag. Deswegen sind wir heute hier in Amzell. In Amzell, unweit von Ravensburg. Hallo zusammen, zum einen lieber Ernst, grüße dich, und hallo. Dein Jüngster, der Julian. Genau. Grüß Gott. Grüß dich, Frank. Ja. Freut uns sehr, dass du kommst. Genau, jetzt haben wir ja letztes Jahr Corona, da haben wir schon drüber mal gesprochen, hast gesagt, wenn alles vorbei ist, kommst mal wieder, besuchst uns mal, und das haben wir jetzt wahrgemacht. Ich meine, jetzt sind wir ja doch ein bisschen aus dem Gröbsten raus, kann man sagen. Es ja. Läuft. Ich meine, alles ist noch nicht vorbei, das ist nein. Klar. Trotzdem ist es schön, dass du da bist und dass du hier natürlich auch unsere neuen Räumlichkeiten mal begutachten kannst und uns hier besuchst. Wir hoffen, dass bald das Schlimmste vorbei ist für uns Künstler und natürlich auch für alle Menschen draußen, die unsere Arbeit schätzen und sehr gerne zu unseren Konzerten gehen. Ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass jetzt schon bald wieder vielleicht noch nicht das ganz normale Tourneeleben wieder losgeht, aber dass wir endlich wieder für unser Publikum spielen können und selbst natürlich auch wieder unserem Beruf nachgehen können. Das ist ja schließlich und endlich das, warum wir das mal gemacht haben und wofür wir natürlich alle miteinander brennen. Und das wird sicherlich in wenigen Wochen wieder etwas optimistischer ausschauen. Genau, da drücken wir ganz fest die Daumen, denn es gibt auch was zu feiern bei dir wieder. Da drüben steht er. Ernst Hudder in großer Pappaufsteller sozusagen, wenn man es unten lesen kann. 20 Jahre Ernst Hudder, also großes Jubiläum. Ja, 20 Jahre ist es jetzt tatsächlich schon her, dass ich die Egerländer leiten darf, das erfolgreichste Blasorchester der Welt. Da waren wir schon immer zu Ernst Mosch Zeiten sehr stolz drauf, auf diesen Titel, den er sich mit seinen Musikanten erspielt hat. Und in den letzten 20 Jahren haben wir sehr vieles dafür getan, dass dieses Orchester nach wie vor, glaube ich, in der ersten Liga spielt. Und da bin ich schon auch sehr stolz drauf, 20 Jahre lang dieses Orchester leiten zu dürfen. Wenn ich mich jetzt so selber sehe, so sehe ich mich auf der Bühne natürlich, ja, mit dem Tenorhorn in der Hand, zum Publikum schauend und lächelnd. Und das hat mir 20 Jahre lang unglaublich viel Spaß gemacht bis heute. Und jetzt kommt halt diese Auszeit, sage ich mal. Ja, ich kann mich erinnern, auch der Ernst Mosch hat mal eine Auszeit gehabt in seiner langen Zeit als Chef der Egerländer. Er hat ja, so heißt er, 43 Jahre lang geleitet. Und da gab es auch in den 80er Jahren mal eine Auszeit, in der er allerdings gesundheitsbedingt mal ausgesetzt hat. Und wir hoffen, wenn die Pandemie vorbei ist, dass wir genau dort wieder unseren Weg weitermachen, wo wir aufhören mussten im letzten Jahr. Und dann werden hoffentlich noch viele Jahre dazukommen zu den 20. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Bestimmt. Es ist bestimmt. Alles eigentlich so hergerichtet, dass es so kommen kann. Ja. Genau, richtig. Ja, wir haben jetzt im Vorfeld uns schon den ganzen Mittag unterhalten. Ja. Da sind schon viele Dinge jetzt gesprochen worden. Natürlich haben wir auch festgestellt, sind viele Events, die eben Corona-bedingt leider ausgefallen sind. Bloß dran zu denken, Woodstock, der Blasmusik, wo ihr ja auch schon seit Jahren dabei seid. Dann auch hier in der Region gibt es ein Event, dieses sogenannte Musikprob. Auch da leider dieses Jahr nichts. Und nicht zu vergessen, die ganze Tournee. Naja, ich muss dich ein bisschen berichtigen, wenn ich darf, weil das Musikprob-Festival findet natürlich statt am 1. September Wochenende. Aber du hast es wahrscheinlich verwechselt mit unserem Altus Ried, eigenen Open Air, was wir schon seit vielen Jahren in Altus Ried in der großen Open Air Arena gespielt haben. Das musste man leider auch schon wieder ins nächste Jahr verschieben. Beim Musikprob Festival am 4. September in Pfullendorf spielen wir in diesem Jahr erstmals. Und für mich ist das natürlich auch in gewisser Weise ein Ersatz für unsere vielen, vielen Fans, die uns leider in diesem Jahr nicht in Altus Ried besuchen können, die uns auch leider nicht beim Woodstock der Blasmusik besuchen konnten. Und dass diese Veranstaltung ausfällt, ist natürlich eine ganz, ganz traurige Geschichte für viele Fans unserer Musik. Und deswegen freue ich mich, dass wir
beim Musikprobe-Festival mit dem Ewald Restle einen Konzerttermin ausgemacht haben und ich bin mir sicher, dass da ganz viele Fans hinkommen. Sehr gut. Also vormerken, einfach auf die Homepage bei euch drauf, genau. Da findet man alles. Auf die Homepage genau. Gucken und ja, der 4. September kann man sich ja schon mal merken. Richtig. Ja, jetzt Julian, genau, wir kennen uns natürlich auch über die Social Medias intensiver, genau. Ja. Genau. Und ihr, also das heißt deine zwei Brüder, dann die Mutti, glaube ich, macht auch noch mit, natürlich. Genau, und nun der Papa, nicht zu vergessen, zu fünft. Ihr habt jetzt einen Musikverlag sozusagen ins Leben gerufen. Mhm. Was muss man sich darunter vorstellen? Was kann man machen? Was gehört alles dazu? Also wir haben einen Musikverlag sozusagen gegründet als Familie und auch ein Label. Also wir sind auch eine Produktionsfirma sozusagen, wo CDs herstellt. Und ganz früher hat das quasi immer andere übernommen für die Egeländer Musikanten. Oder beziehungsweise Ernst Tutte und die Edelmusikanten, das Original von Papa. Und wir haben quasi so richtig gestartet, eigentlich als Corona eingesetzt hat. Also uns gibt es jetzt fast genau ein Jahr und wir sind jetzt seitdem ein richtiger Online-Shop geworden, wo man, bei uns kann man CDs bestellen, Noten, Play-Along-Hefte zum Mitspielen, aber auch Hoodies oder T-Shirts oder Caps oder sogar Kfz-Kennzeichen. Du hast da so eine schöne auf. Genau. Ich habe zum Beispiel eine auf. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Produkte bei uns. Okay. Aber natürlich ist es als Verlag und als Label für uns ganz, ganz wichtig, dass wir eben ja, Noten herstellen für Musikvereine, aber auch für Einzelpersonen. Wir haben aber auch sogar sehr viele digitale Inhalte. Zum Beispiel kann man mit uns einen Videokurs auch machen, wo wir quasi ja, abrufbare Workshops sozusagen eigentlich hergestellt haben. Und man sieht, wir haben in dem Jahr sehr viel erschaffen sozusagen, ja, dass man da bei uns sich weiterentwickeln kann, aber auch für einen Musikverein einfach dann was kaufen kann. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Und eine junge Musiktruppe aus Südtirol, die ist bei euch. Genau, ja. Die Fans wissen es vielleicht, haben es vielleicht mitbekommen, da haben wir auch darüber berichtet, über die South Brass. South Brass, beziehungsweise Grand Prix der Blasmusik. Richtig, genau. Jetzt genau. Grand Prix der Blasmusik, das war's, genau. Damals in Kempten, du warst in der Jury und zusammen mit dem Walter Scholz, Bob Ross und Roland Kohler, genau. Ja. Und da habt ihr euch für South Brass entschieden sozusagen. Was war das Besondere, dass ihr gerade dieses Orchester sozusagen nach vorne gehievt habt? Ja, ich fange mal damit an. Die Idee des Grand Prix der Blasmusik war ja und ist nach wie vor, natürlich jetzt alles auch durch Corona eingebremst, vor allem junge talentierte Ensembles, Musiker zu fördern. Dadurch, dass sie die Chance haben, den Preis zu gewinnen. In Verbindung mit dem Preis konnte man viele Dinge gewinnen, zum Beispiel Instrumente von der Firma Buffet Compan oder man konnte sich CD-Produktion erspielen. Aber zuallererst natürlich, dadurch, dass man den Preis gewinnen konnte, konnte man sich Renommee erspielen. Und dementsprechend war es natürlich auch für die Macher des Grand Prix der Blasmusik wichtig, renommierte Jurymitglieder zu bekommen. Ich hatte die Ehre, als Juryvorsitzender zu fungieren. Da war, wie du richtig sagst, der Walter Scholz damals dabei, Bob Ross und der Roland Kohler. Und allesamt natürlich nicht nur erfahrene Musiker, sondern natürlich auch erfahrene Bandleader. Und da hat schon jeder ein gutes Auge auf diese teilnehmende Kapelle gehabt. Und damals in Kempten waren einige sehr gute Orchester, die sich ja zum Teil auch schon in Vorausscheidungen dafür für die Endausscheidung qualifiziert haben. Und da kam eben so ein ganz, ganz junges Ensemble aus Südtirol. Junge Kerle, die waren damals zwischen 17 und 22, also sind heute dementsprechend zwischen 19 und 25 ungefähr. Und die haben uns total begeistert damals, total überzeugt mit ihrer Musikalität, mit ihrem musikalischen, instrumentalen Können, mit ihrer Idee, eine Gruppe zu formieren, die damals schon und heute, ein paar Jahre später, kann man das wahrscheinlich noch mehr entdecken, schon wieder eine ganz klare Strategie dahinter hatte. Also einen eigenen Sound, aber auch eine eigene Banddynamik. Das hat uns damals schon sehr begeistert. Ich habe die Jungs dann natürlich nicht aus dem Auge verloren, weil einer der Hauptpreise beim Grand Prix war als Vorhester bei unserem
Open Air in Altus Ried aufzutreten. Okay. Und da sind die also dann ein Jahr später aufgetreten und haben also die 2.500 Menschen in Altus Ried total verzückt. Das war ganz unangenehm, als sie sich vor eine Bühne holen musste. Ja, dann haben die Leute tatsächlich gepfiffen, weil sie wollten unbedingt noch weiterspielen. Ja, okay. Das war echt Wahnsinn. Ja, es ist halt alles so durchgetaktet natürlich bei so einem Festival. Da darf eine Gruppe halt eine bestimmte Zeit lang spielen. Ja. Und die waren so begeistert damals von South Brass. Und das haben wir natürlich alles nicht nur registriert, sondern wir haben das alles verstanden. Und unsere Idee, Julian hat ja gerade vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, mit Hutte Music, unsere eigene Produktionsfirma für natürlich vor allem für bläserische Inhalte, sage ich jetzt mal, aufzustellen. Da waren natürlich die jungen Südtiroler für uns ziemlich schnell Ansprechpartner. Also wir waren oder sind immer noch total überzeugt von ihren Fähigkeiten. Und sie sind davon überzeugt, dass sie bei Hutter Music richtig aufgehoben sind. Weil sie natürlich wissen, dass wir nicht nur über Erfahrung und Renommee verfügen, sondern schon auch, glaube ich, über das, was man als junges Ensemble auch braucht. Also man möchte am liebsten bei einer Produktionsfirma beheimatet sein, die einen fördert, die also definitiv vielleicht die Geduld hat und die Lust drauf hat, längere Zeit mit so einem Ensemble zu arbeiten. Und da bin ich total beseelt davon. Ich sage manchmal so ein bisschen lustig auch bei meinen Egerländern, wenn wir so unterwegs sind, die South Brass Jungs, die sind ein bisschen wie der Egerländer Kindergarten jetzt. Ja? Also ich habe die schon ein bisschen wie meine Bube irgendwie aufgenommen. Zum einen, wie gesagt, die sind immer unglaublich sympathisch, sind alles sehr, sehr intelligente junge Menschen mit allem, also wirklich ein großer Anspruch, nicht nur musikalisch, sondern auch vom Auftreten. Und das hat mir sehr imponiert, das imponiert mir also auch so, dass ich mir sicher bin, dass ich da viel Spaß habe, mit der Gruppe noch länger zu arbeiten. Und das ist eben, du hast vorhin gesagt, 20 Jahre darf ich jetzt das Orchester leiten. Aber in dieser Zeit habe ich natürlich nicht nur das Orchester geleitet und immer bei den Konzerten Tenorhang gespielt und Soli gespielt und meine eigene Musikalität ausgelebt, sondern ich habe immer in dieser Zeit sehr viel Interesse daran gehabt, junge Musiker zu entdecken, junge Musiker zu fördern. Deswegen habe ich auch ins eigene Orchester jetzt schon viele junge Musiker integriert. Und die Arbeit hier bei Hutter Music ist für mich die Absicht, auch die nächste Generation oder überhaupt grundsätzlich so nachhaltig musikalisch zu arbeiten. Ja, wir wollen an unser Haus, an unsere Familie, an unsere Tradition definitiv andere Talente auch binden. Binden. Und mit ihnen gemeinsam einen persönlich musikalisch sehr angenehmen Weg gehen zu können. Und das macht jetzt mit der ersten Gruppe, mit South Brass, die wir jetzt hier unter Vertrag haben, schon in den ersten Wochen wahnsinnig Spaß. Und jetzt kommt ja dann die neue CD und wir merken das schon an den Rückmeldungen, dass die ganz Menschen draußen auch schon sofort erkannt haben, was die von Potenzial haben. Wunderbar. Also da sieht man ja wirklich, Blasmusik wird immer bestehen, geht weiter und für den Nachwuchs bestens gesorgt. Also zwischendurch, oder was heißt zwischendurch, als weiteres Orchester, so muss man sagen, gibt es ja natürlich auch die kleine Besetzung, die Egerländer, wo natürlich gerade auch deine zwei Brüder fest mit involviert sind. Und ja, auch die gehen ihren Weg. Und wie sie ihren Weg gehen werden, die kleine Egerländer-Besetzung, wie sie entstanden sind, das könnt ihr im zweiten Teil gleich erfahren. Den gibt es nämlich gleich hinterher. Und unbedingt bis zum Schluss durchhalten, denn ich habe für euch zum Jubiläum von Ernst Hutter zum 20-Jährigen eine Jubiläumsbox erhalten, beziehungsweise drei sind sogar, drei Jubiläumsboxen. Und die verlose ich an euch oder unter euch. Und da dazu einfach bis zum Schluss dranbleiben, dann erfahrt ihr auch, was ihr dafür tun müsst. Also, wir sehen uns gleich wieder im zweiten Teil.